Heute widmen wir uns Theorien und Spekulationen zu Purpur und Karmesin. Da gibt es einiges und ich werde auf viele Aspekte in diesem Video eingehen. Wir steigen direkt ein und schauen uns als erstes nochmal die Outfits der jeweiligen Protagonisten an. Nicht nur, dass die auffällig jung sind, was mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, nein, sie haben sogar ein sehr besonderes Outfit, wenn man so will. Wir wissen ja, dass das Startoutfit der Protagonisten sich zwischen Karmesin und Purpur unterscheiden wird. Das ist Fakt. Man muss aber sagen, dass die Protagonisten unabhängig von ihrem Outfit generell sehr jung sind und auch das Outfit eine sehr besondere Wahl ist. Erinnert ihr euch vielleicht noch an die Wappen, die man am Ende des Trailers gesehen hat? Wisst ihr was? Ich meine, an der Seite würden die vielleicht auch diese Art von Wappen tragen. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur ein individuelles Outfit ist, sondern irgendwie sich auch auf die Story auswirkt. Es gibt sogar einen offiziellen Pre-Release-Screenshot, wo man genau dieses Wappen vom Ende auf der Tasche sehen kann. Dabei handelt es sich um das Wappen mit dem Rad. Auf dem Screenshot ist das Outfit von Karmesin. Das von Pokémon Purpur ist aber hier nicht zu sehen. Deswegen glaube ich, dass man das andere Wappen in Pokémon Purpur sehen wird. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass in der Story irgendwie so eine Schule gibt und deswegen wir auch so, ich sag mal, formell angezogen sind und wir entsprechend je nach Spiel eine unterschiedliche Schule haben. Die Theorie mit der Schule wird übrigens auch dadurch verstärkt, dass andere, unabhängig von uns, ähnliche Kleidung tragen. Ich meine, sie könnten auch Ditto sein und einfach in uns verwandelt haben. Auf diesem großen Platz mit dem Pokémon-Typen sieht man nämlich im Hintergrund tatsächlich solche Personen. Und auch das spricht für diese Theorie mit den Schulen. Übrigens, ich kann mir vorstellen, dass mit der Tasche ist vielen entgangen, weil das halt nur auf der offiziellen Pokémon-Webseite stand und nicht im Trailer war. Ich finde, das mit der Schule ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Auch auf diesen Platz mit den Typen will ich nochmal eingehen. Ich hatte ja gesagt, dass sich hinter Wablu ein anderer Typ befindet. Das stimmt tatsächlich nicht, denn auf diesem Platz sind nur 18 Typen zu sehen. Denn die Längen der Typen sind alle gleich und man sieht es auch nochmal aus einer anderen Perspektive und deswegen kann das gar nicht sein. Trotzdem will ich einige Dinge zu diesem Platz anmerken, denn dieser Platz wurde einfach viel zu oft gezeigt, dass er einfach keine Bedeutung haben könnte. Das erste ist, was ich glaube, dass man hier Kämpfe austragen wird. Denn der Platz sieht in der Mitte so aus, als wäre er ein Kampffeld. Deswegen ist auch der Pokéball in der Mitte dieses Platzes, weil es auch im Prinzip die Mitte des Kampffeldes ist. Das ist aber, glaube ich, nicht der einzige Grund, warum dieser Platz so gestaltet ist. Denn wie ihr merkt, ist der Platz, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Kampffeldern von Pokémon ziemlich bunt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Farben deswegen so bunt in diesem Pokéball sind, weil es auf einen Regenbogen anspielen soll. Jetzt aber, warum einen Regenbogen? Erstens hat man in diesem Trailer einen Regenbogen gesehen. Und zweitens sollte man sich vielleicht auch klar machen, wie ein Regenbogen aufgebaut ist. Das ist sehr wichtig jetzt. Das menschliche Auge kann ja nur bestimmte Farben vom Licht sehen. Das Spektrum des Lichts erstreckt sich über den gesamten sichtbaren Bereich zwischen Ultraviolett und Infrarot. Meiner Meinung nach heißen Karmesin und Purpur deswegen so, weil sie den sichtbaren Bereich des Lichtes darstellen. Also, wenn man so will, das obere und untere Ende des sichtbaren Bereiches des Lichtes. Denn wie wir mittlerweile wissen, Karmesin ist eine Farbe von Rot und Purpur ist eine Farbe von Violett. Aber jetzt sehe ich bestimmt einige Kommentare so von wegen, ja, aber Purpur ist bestimmt nicht genau Violett. Ja, deswegen heißt das Spiel auch Violet im Englischen. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, das Thema Licht wird ein großes Thema in diesen neuen Pokémon-Spielen sein, auch wenn es kein neuer Typ sein wird. Ich habe es so im Blut, dass wir auf dieses Thema nochmal zurückkommen werden. Ich denke, in diesem Zusammenhang ist es auch mal sinnvoll, auf die Logos einen Blick zu werfen. Wer jetzt sich so denkt, ja Daniel, ich sehe da nur Karmesin und Purpur als Farben, der hat damit auch Gold recht, denn es dreht sich nicht um die deutschen Logos, sondern um die japanischen. Wie ihr wisst, haben die meisten neueren japanischen Logos so ein kleines Icon drin, was das Feature der Generation anteast. Machen wir einfach mal ein einfaches Beispiel mit Pokémon X und Y, den japanischen Logos davon, und zwar war nämlich dort das Emblem für die Mega-Entwicklungen drin. Und das gleiche übrigens auch bei Sonne und Mond, da hat man nämlich die Z-Steine gesehen. Man kann also schon sagen, dass sich in diesem Logo das neue Feature aus der Generation befindet. Und ja, auch die japanischen Logos von Karmesin und Purpur enthalten ein solches Element. Und zwar ist das so ein blauer Stern.
Ich kann mir eventuell vorstellen, dass das eventuell etwas mit dem Platz zu tun haben wird. Stellt euch mal vor, das Feature dieser Generation wäre, dass man den Attackentypen von einer bestimmten Attacke einfach auswählen kann. Ich meine, sowas ähnliches gab es ja jetzt schon in Legenden Arceus, wo Arceus im Prinzip seine Attacke auswählen kann, von welchem Typ sie sein soll. Vielleicht kann man das dann entsprechend nur einmal in einem Match einsetzen oder wenn das Pokémon ein bestimmtes Item trägt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Pokémon auch im Prinzip einen sozusagen dritten oder zweiten Typen zur Extra-Auswahl dazu bekommen. Als kleines Beispiel, Gyarados vom Typ Wasserflug könnte also zum Beispiel auch mit Drachentyp angreifen. Ich denke, das würde sicherlich ganz neue Strategien im Kampf hervorbringen. Oder das Feature ist einfach wieder so broken, dass Smogon hingeht und das komplette Feature wieder aus dem Game rausbannt. Das würde ich persönlich irgendwie ein bisschen feiern. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was diese Logos bedeuten können, beziehungsweise das Symbol bedeuten könnte, dann ab in die Kommentare damit. Ich muss aber allerdings dazu sagen, wenn wir so einen kleinen Hinweis in den japanischen Logos hatten, kam das auch immer zu 100% im Spiel. Also es ist garantiert nicht zufällig dort platziert worden. Ich denke, man darf gespannt sein, was man hierzu noch herausfinden wird. Auch will ich auf einen der drei Starter-Pokémon nochmal eingehen, und zwar ist das Quax. Wenn man sich Quax etwas näher betrachtet, dann fällt oben so dieses Logo auf, dieses weiße Logo. Und wenn ihr mich fragt, sieht das so ein bisschen aus wie eine umgedrehte Möwe. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so zufällig bei Quax einfach oben drauf ist. Auch bei Hisui Baldorfisch bzw. Miriador konnte man ein Q sehen. Das kleine bei Hisui Baldorfisch und bei Miriador war es ein großes Q. Und Baldorfisch heißt ja im Englischen Quillfisch, deswegen ist das, denke ich, auch kein wirklicher Zufall, dass es dort ist. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, solche kleinen, aber feinen Details doch nochmal zu erwähnen. Die Ente könnte sich also theoretisch in eine Möwe weiterentwickeln. Ja, ich weiß, Wingull und Pelipper sind auch in diesem Trailer drin. Aber wir müssen ganz klar sagen, dass es ja zum Beispiel auch schon Katzen gab und wir trotzdem einen Katzenstarter bekommen. Man kann also nicht so einfach hingehen und sagen, ja, das gab's schon mal, das wird's also nicht mehr geben. Nee, das funktioniert halt nicht mehr. Manche Tiere werden eben mittlerweile doppelt im Pokémon-Bereich oder mehrmals aufgegriffen. Ich kann mir also denken, dass die Weiterentwicklungen von Quax durchaus Wasserflug sein werden. Denn ich meine, warum sollte die Möwe jetzt kein Flugtyp sein? Würde irgendwie keinen Sinn machen. Ich denke, auch das könnte noch ein wichtiges Indiz für die Weiterentwicklungen für Quax werden. Wenn ihr keine weiteren News rund um Karmesin und Purpur verpassen wollt, dann jetzt auf Abonnieren drücken. Es werden noch einige Videos zu Karmesin und Purpur folgen, da bin ich mir felsenfest sicher. Was denkt ihr, könnte an den Theorien für Karmesin und Purpur dran sein? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, ich bin sehr gespannt drauf. Was du über die neuen Pokémon-Spiele wissen solltest, zeige ich dir oben rechts. Unten rechts findest du alle bestätigten Pokémon aus Karmesin und Purpur. Wenn dir meine Videos gefallen, dann drücke auf Abonnieren, um mich zu unterstützen. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.